Tobias Gröger, Pressesprecher Feuerwehr Wennigsen. Gegen 4.52 Uhr wurde die Feuerwehr Wennigser Mark alarmiert. Gemeldet war Polizeischule Flammen aus dem Dach. Auf Anfahrt wurde bereits auf B2 alarmiert. Im weiteren Verlauf Anfahrt EW Wennigsen wurde dann aufgrund der massiven Rauch- und Flammenentwicklung B3 gemeldet. Problem vor Ort ist aktuell die Wasserversorgung. Deswegen wurden aus anderen Städten und Gemeinden die Tanklöschfahrzeuge bzw. wasserführende Fahrzeuge nachalarmiert, um die Wasserversorgung sicherzustellen.